Hallo Leute, wir sind hier in Floto und wollen jetzt Bundespendelverkehr zwischen dem Hafen und der Schwebebahn machen. Das war für diese Folge unser Ziel. Ja, wollen wir mal gucken, dass wir das in den Griff kriegen, ne? Wer weiß, wie es wird. Ich habe keine Ahnung, aber wir machen das erstmal, ne? Momentan sieht es sogar tatsächlich so aus, als ob alles läuft, ne? Ich sehe gar keinen Stau hier. Ja. Aber wir machen das trotzdem. Nach dem Intro. So, dann wollen wir mal gucken. Wir packen jetzt irgend so einen Bus an, diesen hier zum Beispiel. Dann schauen wir mal von wo nach wo der fährt. Floto-Durchgangsverkehr ist das. Und das ist ja von dem Bahnhof unten nach da. Und das wollen wir jetzt nicht mehr. Also, wir müssen ja die Linie ändern, ne? Macht ja Sinn, wenn wir die Linie ändern, ne? So, die Schmiede haben wir, das heißt, wir machen hier den Halt hin. Floto Klosterstraße und nehmen Floto Straße hier weg. So, jetzt sollten die dann nicht mehr diesen langen Weg machen, sondern nur noch den kurzen Weg. Dieser Bus, mal schauen, wann er das übernimmt. Jetzt fährt er schon zur Klosterstraße vielleicht. Ja, macht er. Und dreht wohl sofort, ne? Ja, da sind jetzt gerade so viele, dass es wieder nicht funktioniert wahrscheinlich. Da müssen wir dann aber vielleicht auch zusehen, dass wir den einen oder anderen Bus da runternehmen, ne? Dann lass mal die Fahrzeugliste gerade schauen. Ja, da sind bestimmt ein paar zu viel drauf. Sind sowieso einfach aus dem Grunde, weil hier schon, ne? Raus muss dann. Ja, vielleicht schicken wir die dann ins Depot. Ja. Wieso steht denn bei dem hier Wegpunkt? Auch da unten hin. Ach so, die fahren dann auch hin. Aber die waren ja vorher auch Durchgangsverkehr. Also spielt das keine Rolle. Ich glaube, den schicke ich auch ins Depot. Ach, hey, jetzt sehe ich gerade. Die Bahn oben, die Schwebebahn, kann das natürlich nicht, ne? Ah, da müssen wir das mit den LKWs nochmal gleich neu machen. Da geht das natürlich nicht. Ne, das war falsch, das wollte ich jetzt nicht. Der ist schon im Depot. Der ist wohl ausgewählt, oder? Dann schick den auch zum Depot. Der ist im Depot. Dann nimm ihn von der Linie runter. Gut, gibt es da noch welche? Ne, zurzeit nicht. Gucken wir, dass die anderen auch noch ankommen, aber die stehen gerade irgendwo im Stau, ne? Ja, sieht cool aus. Aber jetzt fahren sie, glaube ich, ne, oder? Ja. Jetzt müsste man natürlich noch schauen, nicht, dass da noch ein anderer Fluto-Durchgangsverkehr, der passt. Und der ist auch Durchgangsverkehr. Wie sind da noch welche drunter? Nein, doch, da unten ist nur einer. Du auch gehst zum Depot. Und den schieb mal dahin, ne? Der ist jetzt im Depot. Runter von der Linie, passt. Und die drei fahren jetzt, glaube ich, noch. Und einer geht noch im Balpo. Ich glaube, das ist er jetzt hier unten. Und der hier hat zwei Fahrgäste, also muss das der sein.
Nee, ist er gar nicht. Da sind doch noch ein paar mehr drauf, sehe ich gerade. Ne? Okay. Der hat gerade keine. Dann zack, gehst du ins Depot. Und der hier? Hat der Fahrgäste? Ne, dann auch zack ins Depot. Fahrzeug wurde zum Depot geschickt, ja. So, dann müssen wir gucken. Der da unten ist immer noch da, ne? Das ist das hier und der steht da irgendwo im Stau. Jetzt fährt er. Okay, noch nicht ganz, aber vielleicht darf er gleich nach dem nächsten Bus fahren. Ich natürlich hier sehe, dass hier eine Straßenbahn lang fährt, ne? Dann frage ich mich, warum ich da mit dem Bus lang fahre. Und die sind alle leer, ne? Komm, schick den mal eins zum Depot. Den zweiten auch zum Depot. Die brauchen wir alle nicht. Jetzt habe ich sie zugemacht, aber auch egal. Kommt der denn jetzt mal zum Depot? Ja, jetzt fährt er gerade zum Depot, ne? Klosterstraße, Klosterstraße, Schmiede. Jetzt muss er den hier noch loswerden, glaube ich. Ah, hier oben ist einer im Depot wahrscheinlich, ne? Ja. So, das passt erstmal. Depot erreicht, okay. Kann man alles zumachen. Brauchen wir nicht mehr. So, jetzt haben wir da vier, da sind wir zu viel. Ah, da ist noch einer im Depot. Sind nur drei jetzt, die da fahren. Aber die fahren da falsch. Deswegen ist auch nichts drin. Die drei müssen wir gleich rumübersetzen. Da muss eine neue Linie her, leider. Der ist nicht Depot, ne? Ne, ist er nicht. Ist einer der wenigen, die noch fahren. Der hat auch keine. Komm, der geht auch noch zum Depot, ey. Ich glaube, die anderen drei lassen wir drauf. Die drei LKWs müssen wir gucken. Aber die kriegen jetzt noch eine neue Linie. Neue Linie. Post. Foto. Ich nenne es mal Transit, dann weiß ich, was damit gemeint ist, denke ich. Und dann müssen wir hier oben hin. Können auch hier anhalten. Und fährt dann hier runter. Holt die Post hier ab, oder? Gut. Das haben wir erledigt. Und jetzt müssen die noch auf diese Linie. Post, wo ist Post? Post. Oh. Muss ich das erst zumachen, dass das funktioniert? Wahrscheinlich, ne? Wo ist er denn jetzt? Er hat das Depot erreicht. Post. Steht nichts mit Post, da hat was nicht geklappt. Doch, da unten steht es, da plus Foto Transit. Floto Transit. Floto? Post? Wo ist die Post? Ah, die ist hier noch nicht drin. Das heißt, wir machen den nochmal zu, glaube ich.
Kann den Fahrplan. Na, jetzt habe ich den einen auf irgendwas gemacht, wahrscheinlich. Aber ist auch egal. Aber wo ist jetzt Postflototransit? Ach, ganz oben ist er. So, der nächste auch noch. Das ist nur die Frage, wo der andere geblieben ist, ne? War da ein Leerzeichen vor, dass das so ist, aber weiß ich jetzt auch nicht. So, jetzt ist das passend. Den nehmen wir runter. Alles ist gut. Die drei Busse fahren da jetzt einfach weiter. Wahrscheinlich macht das keinen Sinn, aber wir werden das gleich sehen. Jetzt gucken wir erstmal hier rein. Wie viele Leute stehen denn hier noch? Ach, tatsächlich sind die Passagiere alle fast weg. Floto-Platin-Weg ist angesagt, ne? Wo ist denn der Floto-Platin-Weg? Da. Ne, Paulstraße ist das nicht Platinweg. Da ist Platinweg. Und wer fährt das an? Straßenbahn und also, da brauchen wir uns auch nicht drum kümmern eigentlich. Das ist jetzt hier durch, ne? Das war's jetzt. Passagiere würde ich jetzt nicht mehr machen, da hält vielleicht mal ein Zug an, dann sind da sowieso. Das nächste ist das hier Schüttgut warten, das ist ein viel größeres Problem. 41.483 Tonnen Kohle warten hier, die zum Hafen müssen. Und LKW. Das muss ja mit dem LKW passieren hier, ne, oder? LKW Mehl Floto. Wird hiermit transportiert. Was waren die denn jetzt hier gerade? Mehl. Tatsächlich fährt der Mehl. Fahrplan ist. Ne, da geht zur Bäckerei, da ist sowieso falsch dann. Salze, Floto, ist es das dann? Fahrplan? Ja, der ist es. Fahrzeugliste. Was fahren die hier? Salze? Aber die haben Kohle drin. So sieht's aus. Das heißt, die Linie ist Salze, Floto. Kohle ist auch wie Salz, ne? Auch ein Bodenschatz. Das heißt, wir sollten jetzt schauen, dass wir da in dem Depot. Ja, schauen wir das. Geht das? Weiß ich nicht. LKW. Der hier. Und dann machen wir noch einen mit Kohle. Und dann der Anhänger dazu. Der ist es. Ja, kopiere den nochmal. Dann kriegt er jetzt den Fahrplan. Salze. Floto. SA. Hier eigentlich hätte er bei SA sein müssen, aber da ist nichts mit Salze. Aber vielleicht, weil das ein großes B ist. Ja. Salze, Floto. Start. Hat gut geklappt, ne? Start. Salze Floto. Komm. Start. Ah, jetzt haben wir noch einen mehr. Salze Floto. Und Start. Ich glaube, jetzt sind wir erstmal durch. Okay. Läuft erstmal wieder da. Jetzt ist nur die Frage, ne? Wann schaffen wir was weg? Hier stehen ja tausende von Passagieren. Die wollen nach Riedenburg.
Die wollen auch nach Riedenburg. 10.000 von denen wollen nach Riedenburg. Und 3.000 wollen Floto intern weg an der Bibliothek. Das ist da. Eigentlich müssten dann... Warte mal, eine Bibliothek ist aber nicht mit den Dingens erreichbar. Stadt plus Foto Nord. Fahrzeugliste. Drei Busse, einer voll und der Rest ist leer, okay. Ja, weiß ich auch noch nicht. Müssen wir mal vielleicht in der nächsten Folge noch überlegen, was wir da machen. Und was wir auf jeden Fall machen müssen, ist dann jetzt hier Schifffahrtslinie, ne? Fehlt uns da, ganz klar. Die müssen übers Meer, die Passagiere. Und da müssten wir gucken, dass wir so ein Schiff hier wie dieses hier kriegen. Weil das ist schon mit 500 unterwegs. Würde ich sagen, machen wir mal in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Was wir hier machen, weiß ich auch noch nicht, ne? Vielleicht schicken wir den gerade ins Depot. Also, das ist Verbindung, da sind wir im Dingens. Und der ist vielleicht der schlechteste, den wir ins Depot schicken können. Machen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.